Ja, boxen. Ja, aber kommst du zu dem Punkt, wo du boxen darfst? Naja, er muss auf jeden Fall. Er muss es ja irgendwie versuchen. Und das Spannende ist ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden schon miteinander gespielt haben. Weil die doch schon eher. Lecker 60. Aus derselben Gegend kommen. Okay. Aber da sehen wir auf jeden Fall schon die Rushdown-Mentality. Das Haus, was ihn raushalten soll, hat er sich selber mit eingesperrt fast. Aber das ist natürlich interessant. Der Anvil hat zwar getroffen, aber durch die Double-Jump-Armor ist da überhaupt nichts passiert. Bisschen frech. Schon sehr frech. Ja. Da sehen wir es. Fanny versucht die ganze Zeit ins Gesicht zu bleiben. Mhm. Du sagst es. Oh. Richtige Idee. Das war haarscharf am Tod vorbei. Aber sich da verdrückt hat. So delayed die Dings. Die Downer. Ja, was ist da passiert, okay? Haarscharf. Verpasst. War kurz vor der Up-Air. Ja. Wusste ich auch nicht. Ja, man lernt nie aus. Bei hohen Prozenten plus Rage kann es schon killen. Das war bei 150. Keine versucht da sehr viel zu kriegen. Sehr schön. Das Smash reicht dann doch. Ah, versucht ihn wegzupushen, damit er nicht craften kann. Leider ein bisschen zu früh gejumpt. Ein interessantes Minigame. Steve respawnt und kannst ihn davon wegpushen zu craften und punish dich dann Steve dafür, weil er das schon antizipiert. Ja, und der Diamond tut halt weh. Ja, wie so eine Kampfwalze kommt Fahne immer auf dich zugelaufen mit dem Up-Tilt. Oh, hat die richtige Idee. Nippen meine ich natürlich. Oh, sehr schön. Das ist true. Sorry. Er muss aufpassen, dass. Genau, mit dem Fair-Spacing, dass er nicht die ganze Zeit gegen das Minecraft. Ja. Vielleicht muss es von weiter oben kommen. Weil immer das Minecraft ist gesehen. Oder natürlich so. Auf Startup. Ja, das wirkt wie so eine Sache, die Fahne mit der Zeit vielleicht noch hinkriegt. Ne? Auf jeden Fall, der Gedanke ist da, das geht nur noch. Da fehlen immer nur Millimeter. Ja. Okay. So schnell ist wieder even. Oh, noch da wieder richtige Idee gehabt, aber Steve, so viele Options, die er aus dem Minecart dann machen kann. Ist echt immer ein Risiko. Ein Risiko, wo man auch immer wieder sagen muss, lohnt es sich, die richtige Idee zu haben? Oder sagst du einfach, okay, ein Minecart weg, einmal Ressourcen weniger. Na, wenn du getroffen wirst, dann ist das Minecart wieder da. Na, dann sind die Ressourcen wieder gemeint. Man muss grad. Okay, jetzt ist er ein bisschen wieder am Main, aber er hat fast nur noch Stein und Holz. Ui. Ah, er müsste ab, ja. Oh, interesting. Läuft einfach an die Ledge ran. Hier ist mein Hals, ich steige aus. Oh, X-Snipe trifft nicht. Oh. Okay, lecker Schmecker, nach zurückgeholt. Wie lange war auf 150? Oh. 3 Minuten gefühlt. Also. Es hat zeitweise echt so aus, als würde da Nippon das Ding erstmal machen. Da fand er so gesagt, nö. Ich halte jetzt einfach meinen Advantage für die nächsten 5000 Stunden. Oh, bin gespannt auf die Stage. Ich erinnere mich nicht genau, aber es schien mir jetzt nicht so ein Problem zu sein, dass Yoshi so einen Struggle hatte, in das Haus reinzukommen. Also die Situation, die wir mit Palutena vorhin so viel hatten, ne? Dass Palutena immer diese Wände runterarbeitet.
Sehen wir jetzt gar nicht so viel. Oder ich habe sie zumindest nicht wahrgenommen. Aber man muss auch dazu sagen, dass es nicht denn so egal ist, dass man auf jeden Fall auch gar nicht überhaupt dazu kam, sein Haus zu bauen. Weil vor allem die ganze Zeit versucht, offensiv, oh, ja, das ist, apropos Gesicht. Das ist ein Ding, was Kuss sehr gerne macht. Aber offstage gehen und die ganze Zeit versuchen, für die Pferde zu pushen. Weil die Kopf muss gehen. Ja, aber Nippon entscheidet sich schon auch dagegen, ne? Also nicht nur am Start des Matches, sondern auch jetzt gerade zweimal hätte er jedes Mal das für sich bauen können. Entscheidet sich aber stattdessen zu poken etc. Vielleicht ist es auch das, was du meinst, ne? Du bist so. Du hast so viel Angst davon, dass Yoshi dich runterrennt, dass du glaubst, du kannst kein Haus mehr bauen und deswegen willst du lieber gleich die Axt rauswerfen und glaubst, der kommt jetzt. Ja, und gerade hat's gut funktioniert. Mit dem Abstand. Der hat ja immer seine Momente, wo er trotzdem meinen kann, wie jetzt gerade, wo er einfach vor allem mal offstage ist. Aber es geht ja nicht in erster Linie ums Mine, sondern auch, dass du Yoshi darauf zwingst, auf deinen Terms zu approachen. Ja, das ist oh mein Gott. Oh, das reicht nicht. Hat er ihm Angst gemacht. Aber ist auch interessant, ne? Vielleicht ist auch das gar nicht so vorteilhaft für Steve, wie ich das jetzt denke. Ne? Dass er denkt, okay, so viel bringt die Wand dir ja gar nichts. Yoshi gut auch relativ gut immer von den Out-of-Shoot-Options hier wegkommen. Ja, also ich bin ein bisschen überrascht, wie gut hier doch tatsächlich Yoshi in den Boxing-Situations und dann Close Quarters immer noch wegkommt. Auch da wieder, dass er es nicht getroffen hat. Liegt das an Yoshi oder liegt das an Nippon? Oh. Au, das war knapp. Ich hab's gerade. Oh! Wäre cool gewesen, die Idee war die richtige. Highest Probability Play. Und dann hast du trotzdem gelitten. Er hat meinen Respekt auf jeden Fall dafür, dass er dafür gegangen ist. Aber funny instant mit der richtigen Reaktion. Tja, vielleicht auch ein Problem, wenn ich so drüber nachdenke, wenn jetzt mal die Wand da war, dann konnte Yoshi relativ gut mit dem Aerial wegdriften, während die Wand kaputt gegangen ist, hat es wieder aufgemacht. Vielleicht ist die Wand doch nur ein Verbrauch von Ressourcen. Ich habe auch so wenig Ahnung von dem Matchup leider. Also Steve, period. Aber Steve Yoshi. Ja, ich denke, vielleicht können mehrere Charaktere das dafür sorgen, dass die Wand sich nicht so sehr lohnt und dann machst du sie vielleicht eher nicht so. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was Steve Mans dann machen, ob das was ist, wo man nachdenken muss. Na, aber jetzt, so wie das Match hier läuft, ja, das fängt schon an wie die letzten beiden Games. Also wie der Kai rennt einfach ein bisschen runter. Ja, die Schienen liegen da aus, ne? Aber Yoshi ist der Zug. Du musst das Minecart. Ja. Wird von den Combo-Startern auch nicht erwischt. Wird überhaupt von erstaunlich wenig erwischt. Ja, wieder. Ich weiß nicht, wie viele Uphills er schon mit dem Schild jetzt getankt hat und immer wieder rausgekommen ist. Respektiert die Downers. Kommt aus den Cards raus. Respektiert auch die Immediate Actions aus dem Card. Oh, okay. Der Matrix Dodge. Cool. Ja, der war free. Die Heavy Cover wieder. Wegsnipe. Ja, aber auch die Pressure, der jetzt hier offstage ausübt auf Nippon, ne? Der gelbe Yoshi hier wie fucking Dio. Ne, aber du kommst ran jetzt hier. Zeig mir doch deine Option. Du approachst mich mit Abi da oben. Oh! Eieieiei. Das war wieder. Das was magisch die ganze Zeit macht. Hier mit dem Universum. Sehe
Ja, aber wenn du ein Bro bist, dann text oder was? Sieht halt geil aus. So, das ist der Counter Rushdown Steve jetzt. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass dann in der Aggression Steve halt auch einfach krass ist. Ja. Ne? Wenn du nicht das langsame Spiel mitspielst, sondern dann immer mal ein Anvil im Disadvantage dann ins Gesicht kriegst. Oh, wieder. Schön gemacht von Funny, wie er da einfach abgewartet hat. Schön weit runter, Leap in der Baby hochzugecovern. Und dadurch